Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Wir müssen heute was ganz Tolles bauen. Und zwar die Stage, in der sich unsere Construction Bay am Ende befindet. Bedeutet, wir bauen eine Non-Returning Station. Was für mich im Grunde heißt, wir bauen hier irgendwas, was direkt cool ausschaut. Es soll eher was Längliches sein, was einfach direkt andocken kann. Und mit den Raketenteilen interagieren kann. Was wir später auch benötigen. Obwohl, das können wir dann hier oben dran bauen. Oder nee, hier bauen wir einen Dockingport hin. Für den Fall, dass wir Crew austauschen müssen über den Lauf der Zeit, muss hier so eine Dockingstation. Die müsste auch mit der Größe hier passen. Perfekt. Bedeutet, du bist hier auf jeden Fall aktiv. Bedeutet, wir werden das andere Teil noch extra hochschicken werden. Müssen. Checken werden. Hallo. Wir brauchen jetzt noch die Lebensräume. Weil ein bisschen was brauchen die natürlich. Das gleich bietet keinen Lebensraum, ne? Nee. Finde ich jedes Mal schade, weil die sind Pressurized Group und haben, wie es auch schon, auch ein bisschen Schutz. Bedeutet, die werden wahrscheinlich genial für solche Sachen. Aber was will man tun? Wo waren denn jetzt die? Wo waren denn die blöden Inflatable? Ich vergesse das jedes, aber auch so absolut jedes Mal wieder, wo das ist. Da ist der Workshop, der muss hier drunter. Bedeutet, das muss eh kleiner werden. Wo sind denn die? Da. Au. Haben wir da was Breiteres auch? Das ist so ein Endcap. Oh Gott. Haben wir nichts? Service Container. Kann ich hier die Größe verändern? Also hat eh schon viel Inventar dabei. Das ist echt eine Service Station. Aber holla die Wald für du. Habitation Module. Nicht die Größe veränderbar. Schade. Hat das Lebensraum? Hat auch 52. Also brauchen wir da drin eigentlich gar nichts. Also ich hätte trotzdem gern das Teil wenigstens dran. Kann ich da... Da muss doch dann hier und irgendwo unter Construction irgend so ein Habitation Module Adapter sein in der Größe, oder? Procedural Faster Plate Adapter. What the fuck ist das? Slide Notes, was? Holy shit, der hat echt Notes. Alter, what the fuck? Das hab ich noch nie mal gekannt. Kann ich bei dir die Größe ändern? Yes. Perfekt. Alter, passt hier unten nicht dran. Was ist denn für ein Kack? Ich brauche ein passendes Adaptermodul. Werden wir doch bestimmt haben, oder? Puh. Da hat's in der Nase gekribbelt, du. Da hat's gekribbelt. Passable, yes. Aber nicht vergrößerbar. Fuck. Fuck. Was ist, wenn wir das hier oben austauschen? Oh ne, hat es jetzt... Hat es... Gegen... Einfach sowas hier. Ja, es ist noch da, schön. Das kommt einfach hier dran. Und dann kommt oben wieder der Dockingport dran. Dockingport. Da. Zack. Da kann man notfalls zum Crew-Austausch dann docken. Dann kommt hier unten, und das muss unter Struktur wieder sein. Alter, ich bin so blöd, teilweise es mir zu merken. Ne? Das Teil dran. Und natürlich der dementsprechende Dockingport. Dran da. So. Das ist die Stage, die nach oben muss. Was wir natürlich hier brauchen, was wahrscheinlich keiner wirklich bedenkt in dem Fall ist, wir brauchen Essen. Und ich glaube, das werden wir alles hier drunten dran bauen. Deswegen werden wir das hier nochmal austauschen. Wir bringen hier nochmal dementsprechend Life Support dran. Ah ne, das wollten wir extra liefern, ne? Das wollte ich mit der Original-Stage liefern. Ah, da war was.
Aber trotzdem ein bisschen was wenigstens auf Vorrat zu haben. Wasser, Nahrungsmittel fürs Erste. Genauso wie Sauerstoff. Ne, da machen wir jetzt einfach Waste. Und dann nehmen wir sozusagen die Druckbehälter seitlich mit. Die sind riesig. Die machen ihren Namen echt alle Ehre. So. Das ist sozusagen jetzt Sauerstoff. Was wir aber natürlich auch brauchen in dem Fall. Und was wir jetzt hier als Adapter verwenden werden auch, ist Monotreibstoff, damit wir andocken können. Bedeutet RCS-Tanks. Oder wir machen jetzt hier eine Cone. Ne, wir machen ein Filament. Machen wir so. Genau. Und top machen wir breiter. 2,5. Auf. Jetzt ist die Frage, wie groß muss das werden? Bottom. 1,3 schaut gut aus, jetzt machen wir noch ein bisschen länger. Einfach damit auch noch ein bisschen Monotreibstoff drin sein kann, weil wenn nichts drin ist, bringt sie uns auch nichts. ja, ich bin wieder bekloppt heute, Leute. Das ist nicht gut. Warte mal, jetzt gehen wir hier ein bisschen runter. Alter, das ist doch bescheuert. Lass mich das doch da auf der Kante schön platzieren. So. Lokal. Alter, so kann man das ja richtig geil platzieren. What the fuck? Ja, kann mir dem so jemand nicht so einen Trick einfach davor schon mal erzählen? Den hätte ich schon öfter gebraucht. Hier oben kommen nochmal 4 dran. Natürlich in den passenden Abständen. So. Bedeutet, das Ding sollte sich eigentlich relativ gut moven können. Und kann dementsprechend auch viele Techniker mitnehmen. So, hier unten kommt dann direkt mal eine Hülle dran. Das müsste aber dann hier sein, Nutzungslast hier. Ja, perfekt. Ja, erst den Protection. Die hat direkt eine Design für uns. Ich hoffe, die passt auch wirklich. Ja, die scheint gut zu passen. Da tun wir nachher die Schutzhülle dann drum. Ich glaube, die müssen wir nicht verbessern, ne? Nee. Hier scheint auch alles gut zu sein. Raketenteile. Wir können hier noch ein paar Raketenteile direkt mitnehmen. Shielding tun wir hier oben mal halb machen. Wir machen über mal halbe Shielding rein. Das sollte in der Erdumlaufbahn auf jeden Fall reichen. So, dann kriegt das direkt mal in der Last Stage. Schauen wir mal, wollen wir da noch einen Betriebstank dran bauen oder weniger? Ah, da gibt es keine passende Größe. Haben wir da überhaupt passende Tanks für? Das könnte ein Problem werden, bedeutet, wir müssen sie wieder selber bauen. Liquid Tank. Diameter anpassen. Das macht 3,7. Auf eine Länge von, machen wir 5 Metern. Und drunter kommt eins der Triebwerke. Wo haben wir denn hier ein schönes? Ich hätte wieder gerne, dass wir sie gerade hatten. Das war relativ cool. Das war, glaube ich, das hier. Scannen wir rauf auf 3,7. Ach, das ist 3,7,5. Okay. Dann machen wir 3,7. Komm schon. Müsste passen, ne? 3,7,5. Passt perfekt. Genau. Dann kommen wir hier wieder hin. Weil ich finde, das schaut einfach stylisch aus. So, jetzt kriegt das hier natürlich ein bisschen Color. Wir machen hier eine schöne... Ja, das passt gut. Das ist unsere Last Stage. Warum kriege ich hier keine Infos drüber, ob die Schub hat oder nicht? Stimmt hier was nicht? Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee, passt schon. Leitet nach Priorität gleichmäßig ab und respektiert über Kreuzleitungen, okay? So. Dann brauchen wir die Koppler. Die Koppel. Kann ich den der Größe anpassen? Yes. Ja, 55 kommen, glaube ich. Ja, das schaut besser aus, okay? Dann müssen wir das ganze Teil wieder... Alter, was baue ich denn für Raketen in letzter Zeit? So.
Und drunter kommt die Start Stage. Die Start Stage. War das eh der richtige Tank? Ja. Dann wieder ausbauen auf 275 war das ja. 275. Und jetzt wird die Länge eingestellt. Machen wir den 30 Meter Tank draus oder machen wir 25 Meter mal. Nicht so lange, ich komme da nicht mehr oben dran. Hilfe. Da müssen wir halt aufmachen. Bisschen runter wieder mit dem ganzen Teil. Bedienbar sollte das schon noch hier sein. So, dann braucht es natürlich hier unten noch einen ordentlichen Schubbooster. Und da bin ich mir überlegen, ob wir nicht mehrere von den Hauptsegeln nehmen. Dass wir sozusagen eine Triebwerksplatte nehmen. Die Größe wollte ich jetzt nicht verändern, aber dass wir halt zum Beispiel sowas machen. Und dann ein paar von den Hauptsegeln. Oh, alle wieder. Hauptsegel, Hauptsegel, Hauptsegel da. Ich weiß nicht, ob das passt überhaupt. So, natürlich ein bisschen höher. Komplett ohne. Hat die Stage 2657 MS Schub. Ist natürlich genial, ne? So viel Schub in der Stage zu haben. Ich weiß nicht, warum die obere Stage jetzt zum Beispiel nicht angezeigt wird. Die müsste eigentlich voll viel MS haben. Bedeutet, wir haben die untere hier fertig. Die kriegt natürlich auch eine Coloring. Dann machen wir Light Gray drauf. Und dann wäre ich für ein paar Booster. Mal wieder nach langer Zeit sowas Fettes anwenden hier oben. Wo sind die eigentlich? Boosties! Habe ich keine Booster? Doch, habe ich auch hier. Was haben wir denn da Schönes? Kann ich die... Was haben eigentlich meine Vögel in letzter Zeit? Das sind tierische Nervensinken teilweise. So, wir passen den mal ein bisschen von der Größe an. Dann machen wir hier Struktur... Kopplerboy dafür. Merkt ihr, dass meine Vögel sind wieder nervig heute. So. Ja, okay, da sehe ich dann schon, warum das Problem ist. So. Die haben 171 Schub, aber die werden natürlich direkt mit denen zusammengesetzt. Perfekt. Und dann kommt da oben noch ein aerodynamisches Näschen drauf. Bitte, bitte. Nein, das ist natürlich wieder so eine blöde Gewichtsnase. Ja, perfekt. Die passt doch. Dann kommt strukturmäßig noch was dran. Einfach, dass die Dinge auch dementsprechend halten. Ich mache jetzt ehrlich gesagt bei den zwei Boostern jetzt nicht so das große Problem. Die sind seitlich, bedeutet, die sollten eigentlich dann leicht nach unten fallen und somit relativ schnell die Rakete clearen. Wir haben Strom, haben wir nicht dabei. Das ist natürlich jetzt nicht so das Ziel. Bedeutet, wir werden hier auch noch kleine Energy Packs dran machen. So. Und dann dementsprechend hier unten auch noch welche anbringen, dass wir während des Fluges auf jeden Fall genug zur Verfügung haben. Weil das würde ich gerne, ohne dass wir Panels dran bauen müssen, unbedingt verwenden. So. Dann schaut die doch nach relativ finished aus. Mit der müssen wir dann in die Nähe von unserer Station kommen. Das wird der nächste Trick dabei werden. Oder die kommt auf eine 100.000er Ebene und wird dann zum Start vorbereitet und geht dann dementsprechend auch in die Startvorbereitungen. Klack. Schaut alles ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur schauen, dass alle Stages passen. Hier wird das alles hochgefahren, danach wird decoupled. Das passt. Wo jetzt immer hier wenigstens steht. Und danach decoupled der hier. Nee, das kann gleich am Anfang passieren. Dann decoupelt er hier und aktiviert das hier. Perfekt, würde ich sagen. Das schaut gut aus. Jetzt kommt noch ein Shielding außenrum. Dann nehmen wir schön Kolif hier. Außenrum. Und das nennen wir die Labor Baustation.
brauche Station-Teil. Einfach damit ich mal weiß, wo was ist. Ich finde nie meine Teile. Speichern. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch schon wieder, weil es sind 15 Minuten sind herum. In der nächsten Folge versuchen wir das Teil mit meinem Skript in die Umlaufbahn zu fliegen. Bin gespannt, wie gut das funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.